Ja, okay. Also vielen Dank für die Einladung. Ja, und dass das jetzt fast eine Festveranstaltung ist, war mir nicht klar mit der Eröffnung, Gründung des Luxemburg-Clubs. Ja, also zum Konzept der Wirtschaftsdemokratie will ich ein paar Ausführungen machen, weil Wirtschaftsdemokratie ist wenn man jetzt die Geschichte der Linken, der Gewerkschaften in Deutschland vor Augen hat, hat dieses Konzept eine lange Tradition. Ich werde darauf gleich nochmal zu sprechen kommen. Aber weil ja auch jetzt der Vortrag von Thomas angekündigt ist, ist es vielleicht auch ganz schön darauf hinzuweisen, auch wichtig darauf hinzuweisen, dass Wirtschaftsdemokratie auch mit Blick auf die Krise und angesichts der Krise, die wir seit 2008 haben, eine durchaus interessante Konzeption ist, alternative Überlegungen, ja, zu entwickeln im Verhältnis zur Bewältigung, ja, der Krisenprozesse. Und wie immer das sich bei Demokratiefragen auch verhält, eben auch in diesem Zusammenhang, kommt man dann schnell zu der Frage eben auch der Macht, nämlich der Durchsetzung, weil Demokratie hat ja in hohem Maße auch mit der Frage der Durchsetzung zu tun von anderen Formen der gesellschaftlichen Koordination. Ja, also die Krise, das ist ja wahrscheinlich euch allen steht es noch vor Augen, auch wenn manche vielleicht das vor 6, 7 Jahren nicht unbedingt schon sich dafür so interessiert haben oder das sozusagen tagesaktuell verfolgt haben, dann hat es ja eine Entwicklung gegeben, gleich nach Ausbruch der Krise im Oktober, November 2008, in dem ja zur Rettung der Banken in Deutschland, also der großen Banken Dresdner Commerz, die vor allen Dingen weniger die Deutsche Bank damals, eine Einrichtung geschaffen wurde, eben zur Rettung der Banken, der SOFIN. Und was damals den Bundestag, den Haushaltsausschuss empört hat, viele Abgeordnete, die Regelung, dieses Gremium einzurichten, ging innerhalb von 2 oder 3 Tagen, wurde das von der Regierung durchgesetzt, ja. Und de facto hatte das die Bedeutung, dass dieses Gremium in etwa aus 5 Männern bestand, also aus 5 Vertretern von Ministerien, deren Hintergrund im Wesentlichen neoliberal war, also Schüler von Axel Weber, und mit einer neoliberalen Ausrichtung. Und diese 5 Männer über ein Volumen zu entscheiden hatten von 500 Milliarden Euro, was eben mehr war als der Bundeshaushalt, ja, zu dem damaligen Zeitpunkt. Also man muss sich das klar machen. Mittlerweile ist der SOFIN geschlossen, jetzt gerade vor kurzem, mit einem Verlust von etwa 50 Milliarden, die im Prinzip dann von den Steuerzahlerinnen aufgebracht werden müssen. Ja, aber es geht mir jetzt gar nicht so sehr um die ökonomischen Gesichtspunkte, sondern es geht mir darum, das, was damals heftig kritisiert wurde im Herbst 2008, genau genommen auf Geheiß der Bundesregierung und zur Rettung der Banken und ihrer spekulativen Geschäfte, letztlich der demokratische Haushalt, der sozusagen das Budgetrecht des Bundestages außer Kraft gesetzt wurde und die Hände dieses informellen Gremiums gelegt wurde, was Schirrmacher damals, also der Feuilletonchef der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dann kurz danach zu einem wütenden Artikel im Feuilleton der FAZ veranlasst hat, zu sagen, die Linken hatten doch recht. Ja, wie kann es möglich sein, dass ein Gremium, was niemand kennt, von niemandem legitimiert ist, was übermorgen vielleicht schon nicht mehr existiert, in dieser Weise mit Machtbefugnissen ausgestattet wird in der Bundesrepublik Deutschland, ohne jede Verantwortung, ohne jede Rechenschaft, ja, und letztlich das Land, die Gesellschaft auf langfristige Prozesse hin festlegt, die genau genommen niemand kontrollieren kann, die wir aber alle tragen müssen. Also, wir alle.
Ja, weil es ist eben auch sozusagen ihre zukünftige Arbeitskraft, die da reingeht. Ja, denn darum geht es ja. Irgendjemand muss dieses Geld, was dann an Banken gegeben wird, ja, an das Management, an die Geschäftsführung dieser Banken muss ja irgendjemand erarbeiten. Also das ist etwas, was die Sache der Wirtschaftsdemokratie nochmal sehr dramatisch in den Blick gerückt hat. Und auch solche Formulierungen wie die von Angela Merkel, nämlich dann zu sagen, dass das Parlament die Demokratie marktkonform handeln soll. Also das ist ja dann auch ein regelrechtes eine Redewendung geworden, die dann auch berüchtigt und bekannt geworden ist. Und die Befürchtung eben dann damit verbunden war und auch ist und auch zu Recht ist, dass genau genommen der demokratische Spielraum in erheblichem Maße eingeschränkt wird, wenn es eben um Krisenbewältigung geht. Das wird dann ja auch Thomas, denke ich, am Beispiel Griechenlands und der Art und Weise, wie Austeritätspolitik dann durchgeführt wurde und wird, dann weiter erläutern. Ich will, also das ist jetzt sozusagen nur der aktuelle Aufhänger für mich, um zu sagen, Wirtschaftsdemokratie ist ein ausgesprochen wichtiges Konzept. Und es hat, wenn man das, das will ich auch so betonen, es hat mit Wirtschaft zwar zu tun, weil es geht um Demokratisierung der Wirtschaft, aber ich will das auch betonen, dass es sich eben auch um Demokratietheorie handelt. Und damit will ich etwas deutlich machen, das will ich betonen, weil das üblicherweise auch in den wirtschaftsdemokratischen Diskussionen selbst so ein bisschen hintangestellt wird. Es hat was mit Demokratie zu tun und Demokratietheorie, weil üblicherweise Demokratietheorie sich mit der Sphäre der Politik, mit den politischen Institutionen und Verfahren befasst. Ja, und damit wird sozusagen eine Vorentscheidung vorgenommen, nämlich zu sagen, Wirtschaft gehört genau genommen nicht in diesen Bereich des demokratischen Handelns hinein, außer sofern die politischen Institutionen und Verfahren über Gesetzgebung, ja, also das Parlament, den Gesetzgebungsprozess, Rahmenwerke schaffen, Standards setzen, Regulierungen schaffen, die dann den wirtschaftlichen Prozess, der aber doch im Wesentlichen sich selbst überlassen bleibt, sozusagen Rahmenwerke, die den wirtschaftlichen Prozess, wenn man so will, eben einrahmen, ihm seine Ausrichtung geben. Und dann würde man heute, jedenfalls Leute wie Wolfgang Streeck, ein prominenter Sozialwissenschaftler, der lange das Max-Planck-Institut in Köln geleitet hat, die würden sagen, der Staat kann heute der Wirtschaft praktisch diese Regelwerke nicht mehr vorsetzen. Die Wirtschaft ist heute in einem solchen Maße autonom geworden, so mächtig geworden, kann mit dem Erpressungsmittel der Globalisierung, mit dem Erpressungsmittel der Krise, too big to fail, das kennt ja alle, mit diesen Erpressungsmitteln kann sie die Politik sozusagen in ihre Schranken weisen, also nicht umgekehrt, die Politik hat gar keine Möglichkeit mehr, die Wirtschaft zu regulieren oder zu binden, sondern genau genommen kann die Wirtschaft dann einfach Abschied nehmen vom Nationalstaat und von den nationalen Gesetzgebungsprozessen und der demokratischen Willensbildung, die ja im Großen und Ganzen nach wie vor nationalstaatlich ist. Um das mal deutlich zu machen, wie dramatisch es ist, auch wenn es jetzt nicht kein Beispiel aus der Bundesrepublik ist, als die Schweizer Regierung beschlossen hat, die Banken stärker zu regulieren, die Eigenkapitalsicherungen zu erhöhen und straffe Regulierungen bei den also den Produkten und den Abwicklungen vorzunehmen, hat der damalige Chef der größten Schweizer Banken, Deutscher, der ein Jahreseinkommen von 30 Millionen Franken hatte zu diesem Zeitpunkt, gesagt, wenn die Schweizer Regierung diese Entscheidung treffen wird, dann wird die Bank ihren Standort nach Singapur verlegen. Darauf sagte der Vizepräsident der Schweizer Nationalbank, sie sollen das machen.
Sie sollen nach Singapur gehen, weil ein nochmaliges Defizit der größten Bank, der UBS, zu retten, also das auszugleichen, diese Bank nochmal zu retten vor Verlusten von über 60 Milliarden Schweizer Franken, das würde die Schweiz als Nationalstaat ruinieren. Also das sind ungefähr die Größenordnungen, in denen wir diese Frage thematisieren müssen. Wenn man also, das heißt, es geht darum, mit Wirtschaftsdemokratie deutlich zu machen, dass auch die Wirtschaft ein Teil des politischen und demokratischen Prozesses ist. Das gehört nicht zur Tradition des Liberalismus. Ja, das muss man klar sehen. Die liberale Tradition, auch unseres Verfassungsverständnisses, also was charakteristisch ist für unser, weitgehend für unser Verfassungsverständnis, sieht eine strikte Trennung vor zwischen der Politik, den demokratischen Verfahren, den Institutionen und der Wirtschaft. Also das ist klar, dass die Verfassung die Vorstellung verkörpert, vertritt, dass man genau genommen nicht aktiv die wirtschaftlichen Prozesse gestaltet, sondern nur den Rahmen sozusagen kontrolliert. Es gibt natürlich mit Artikel 14 und 15, also Vergesellschaftung und die Allgemeinwohlsverpflichtung der Wirtschaft, Möglichkeiten, da ein bisschen dran zu drehen. Aber insgesamt ist das sozusagen die große Vorstellung. Ich will, um das so ein bisschen deutlich zu machen, will ich mich auf ein vor kurzem, also im letzten Jahr erschienenes Buch von Axel Honneth beziehen, um diesen Gedanken so ein bisschen auch kritisch gegen Honneth ein bisschen deutlich zu machen. Dieses Buch ist erschienen unter dem Titel Die Idee des Sozialismus. Ja, und deswegen ist es, finde ich, auch für unseren Kontext jetzt hier interessant. Rosa, jetzt steht es nicht mehr da an der Wand, Rosa Luxemburg Club, bezieht sich ja eben auch auf sozialistische Tradition. Und dann geht es eben auch unter anderem darum, was will man eigentlich darunter verstehen. Und Honneth, finde ich, sagt völlig zu Recht, es ist eigentlich erklärungsbedürftig, warum die Idee des Sozialismus, die das ganze 19. Jahrhundert und jedenfalls einen großen Teil des 20. Jahrhunderts für viele Millionen Menschen mobilisierend und relevant war, warum der Sozialismus heute derart überholt wirkt, während Religion, von denen eigentlich alle Modernisierungstheoretiker, Max Weber und so weiter, erwartet haben, dass Religionen irgendwann am Ende sind, heute als maßgeblich und lebendig gelten. Also ihr kennt vielleicht alle den Satz von Norbert Blüm, als er noch Arbeitsminister der Regierung Kohl war, Marx ist tot, Jesus lebt. Ja, das ist keine Idee, auf die ich nach meinem Konfirmandenunterricht dann noch weiter gekommen wäre. Ja, aber jedenfalls war das eine relevante Orientierung und Honneth nimmt das zu einem kritischen Bezug zu sagen, warum eigentlich ist die Idee des Sozialismus, warum wirkt sie so überholt? Und dann arbeitet er in diesem Buch die Idee heraus, aus seiner Sicht, was der Kern der Idee des Sozialismus war, unter den Frühsozialisten, also Fourier und Proudhon und Saint-Simon, und hält als Kern fest einen Begriff der sozialen Gleichheit, der sozialen Freiheit. Also nicht der Begriff der Gleichheit, sondern die soziale Freiheit ist für ihn der relevante Begriff. Und soziale Freiheit, darunter will er verstehen die Kooperation von Menschen. Und das scheint mir ein sehr, sehr wichtiger Gesichtspunkt, der auch in den aktuellen Debatten auch bei anderen Autoren eine zentrale Rolle spielt. Die Kooperation, die freie Kooperation zwischen Menschen, was bedeutet, dass man nicht nur zufällig und blind über Markt vermittelt, miteinander kooperiert, indem das eben Markt vermittelt durch Geld vermittelt ist, sondern die Kooperation soll bedeuten, dass wir miteinander und füreinander ja Dinge erzeugen und im wechselseitigen Füreinander in einer Beziehung zueinander dieses gemeinsame Zusammenleben organisieren. Das ist das, was er unter sozialer Freiheit versteht. Das heißt, es ist ein Begriff, in dem Freiheit
und Brüderlichkeit. Er spricht konsequent von Brüderlichkeit. Das ist ein bisschen traurig, weil es gibt eine lange Debatte jetzt zu sagen, wir gehen weg von dieser männlichen Orientierung, dieser Norm der Französischen Revolution und ersetzen das durch Solidarität oder führen dann auch noch die Schwestern ein, ausdrücklich. Also jedenfalls, dass eben diese Verbindung stark gemacht wird unter diesem Begriff der sozialen Freiheit. Also zentral ist der Begriff der Kooperation. Ich will das, ich mache es ein bisschen stärker als Honneth mit Bezug auf Antonio Negri und Michael Hart, nämlich davon zu sprechen, dass es um die gemeinsame Produktion des Gemeinsamen geht. Das ist aus meiner Sicht ein ganz entscheidender Gesichtspunkt. Und jetzt hat Honneth, also nachdem er diese Überlegungen sozusagen herausgearbeitet hat als die Kernidee des Sozialismus des 19. Jahrhunderts, ist sein Argument oder eines seiner Argumente, dass die sozialistischen Autoren, die Bewegung verpasst haben, diese Grundidee weiter auszuarbeiten und zu aktualisieren für die heutigen gesellschaftlichen Bedingungen. Und aus seiner Sicht sind die heutigen Bedingungen, in denen sich diese Kernidee sozusagen weiter entfalten müsste, diese heutigen Bedingungen sind aus seiner Sicht eine komplexer gewordene Gesellschaft, die er so als komplex bezeichnet, dass er sagt, wir haben drei relevante Sphären, ja, nämlich die Ökonomie, den demokratischen Staat mit den demokratischen Verfahren, und als dritte Sphäre die Familie. Das ist jetzt sehr speziell seine Position. Darüber hat es gerade auch von Feministinnen sehr viel und, wie ich finde, sehr gute Kritik an dieser Vorstellung seines Familienmodells gegeben. Mir geht es jetzt darum, dass er seinen Einwand gegen die sozialistische Tradition jetzt ist, dass er sagt, und das ist sozusagen mein Einstiegspunkt für meine eigenen Überlegungen, dass er nämlich sagt, der klassische Sozialismus hat alles davon erwartet, dass die gesellschaftliche Koordination aus der Sphäre der wirtschaftlichen Tätigkeit heraus bestimmbar ist. Deswegen braucht es die ganze Sphäre der politischen Freiheit nicht. Das heißt, aus seiner Sicht geht es darum zu verstehen, dass die Komplexität der modernen kapitalistischen Gesellschaft sich ergibt aus diesem Verhältnis von wirtschaftlichem Handeln und demokratischem Handeln, demokratisch-politischem Handeln. Das heißt, was Honneth macht, ist, er übernimmt gewissermaßen die liberale Teilung der Gesellschaft in einerseits wirtschaftliches Handeln, ja, und demokratisch-politische Willensbildung. Und wirft der sozialistischen Tradition vor, dass sie jetzt die Vorstellung hatte, politisch-demokratisches Handeln könnte sich erübrigen, dann, wenn die Wirtschaft selbst die koordinierende demokratische Funktion übernimmt. Ja, das ist sozusagen das Modell. Also wichtig ist, dass Sie oder ihr vor Augen habt, diese Art von Funktionskreisen, von Funktionen, die sozusagen auseinandertreten von Politik, Demokratie auf der einen Seite und Wirtschaft auf der anderen Seite. Und er sagt, die sozialistische Tradition hat sich da getäuscht. Damit, ja, also stellt sich für ihn die Frage zu sagen, demokratische Verfahren, demokratische Willensbildung im Bereich der Politik, das ist die spezifische Freiheitssphäre des Füreinander und Miteinander in der Sphäre der Politik. Es gibt den Bereich der Familie, das will ich jetzt hier gar nicht weiter streifen. Und dann gibt es die Kooperation in der Wirtschaft. Aber die Kooperation in der Wirtschaft ist keine, die jetzt in besonderer Weise von ihm als demokratischer Prozess charakterisiert wird. Und da gibt es einen wesentlichen Punkt aus meiner Sicht, dass nämlich in der Tradition des Sozialismus es genau andersrum war als das, was Honneth da behauptet. Nämlich für viele dieser Autoren, ja, im 19. Jahrhundert war klar, genau genommen gibt es den Staat als die Sphäre, in der ein Allgemeinwille gebildet wird.
dieser Allgemeinwille, das war der große Kampf des 19. Jahrhunderts, nämlich das allgemeine gleiche Wahlrecht durchzusetzen, damit gewährleistet ist, dass der Allgemeinwille nicht vom Staat definiert wird, also letztlich von einer Bürokratie oder von wenigen, ja, die oligarchisch, monarchisch das Entscheidungsmonopol hatten, sondern dass es zu einer demokratischen Willensbildung kommt und mit dem Rechtsstaat diese demokratische Willensbildung dann auch umgesetzt wird. Aber der Preis dafür war, aus der Sicht der Sozialisten, dass in der bürgerlichen Gesellschaft die Wirtschaft aus diesem Prozess ausgeklammert wurde. Und deswegen war andersrum die Vorstellung, man muss die Wirtschaft erschließen und deutlich machen, dass es auch in der Wirtschaft um Fragen des Allgemeinwohls geht. Und das ist der Punkt, der mir jetzt im Weiteren wichtig ist. Ich will vor dem Hintergrund zwei Stichworte ansprechen, die für die wirtschaftsdemokratische Diskussion dann wichtig wurden, nämlich die Wirtschaftsdemokratie hat in Deutschland eine, ich habe das schon erwähnt, eine lange Tradition, die geht bis in die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg zurück. Im Zusammenhang der Gewerkschaften wurde früh die Forderung nach Wirtschaftsdemokratie erhoben und dann wurde im Allgemeinen Gewerkschaftsbund dann 1928 unter der Leitung von Fritz Naphtali ein Beschluss getroffen, nämlich Wirtschaftsdemokratie zu einer relevanten Forderung der Gewerkschaftsbewegung zu erheben. Diese Vorstellung von Wirtschaftsdemokratie war für die damaligen Gewerkschaften ganz klar mit dem Ziel des Sozialismus verbunden. Also Naphtali und die Gruppe um Naphtali herum war an diesem Punkt sehr klar. Es ging darum, die Wirtschaft selbst der demokratischen Willensbildung zu erschließen, durch eine Vielzahl von Mechanismen. Nach dem Krieg wurde diese Vorstellung wieder aufgegriffen von der Gewerkschaftsbewegung, aber unter deutlich schwächeren Vorzeichen. Ja, also nach dem Krieg wurde die Idee in der Weise aufgegriffen, dass man die Vorstellung hatte, eigentlich sind wir in einer Demokratie, betrachten wir alle Menschen als gleiche Staatsbürger und Staatsbürgerinnen, die an den allgemeinen Entscheidungen, den politischen Entscheidungen gleichberechtigt teilnehmen können. Das ist Teilnahme natürlich durch Wahlen, also es ist insofern auch ein eingeschränktes Teilnahmerecht, aber es ist ein Teilnahmerecht. Und die Gewerkschaftsbewegung und insbesondere Personen wie Otto Brenner und dann jetzt als Politikwissenschaftler, Politiktheoretiker Wolfgang Abendroth haben die Ansicht vertreten, die Demokratie kann aber nicht vor den Fabriktoren aufhören. Ja? Also das heißt, die Erfahrung der 20er Jahre war die, dass Unternehmen so stark sein könnten, ja, also ein ähnliches Problem, wie wir heute unter ganz anderen Vorzeichen wieder haben, dass Unternehmen so stark sein könnten, dass sie die demokratischen Verfahren unterlaufen, dass sie parlamentarische Spielregeln, ja, ins Leere gehen lassen, dass sie so mächtig sind, dass sie auch die Abgeordneten in starkem Maße beeinflussen können. Also wenn ihr das verfolgt, die Debatten, die aktuell auch über Lobbyismus stattfinden, dann waren das auch Fragen, die auch in den 20er Jahren alle schon ausdrücklich geführt wurden. Also war sozusagen entscheidend, Demokratie kann nicht, ja, einerseits die Menschen als demokratische Staatsbürger betrachten, aber dann, wenn sie an die Arbeit gehen, diese Sphäre, diese individuelle Rechtssphäre sozusagen so beschränken, dass sie sich dort der Autorität eines Unternehmens fügen müssen und gleichzeitig diese Unternehmen so viel Stellmacht haben, so sehr an den Weichen politischer Entscheidungen wirken können, dass genau genommen demokratische Mechanismen nicht mehr greifen. Das war sozusagen der Ausgangspunkt der Erfahrung dann nach dem Zweiten Weltkrieg. Und die Gewerkschaftsbewegung hatte sozusagen die politisch-moralische Erfahrung hinter sich, dass die
dass das deutsche Bürgertum, die deutsche Industrie ja maßgeblich an der, am Nationalsozialismus und an den Entwicklungen der des militärischen Expansionismus und am Holocaust beteiligt war. Das heißt, es gab eine verbreitete Haltung, dass man eigentlich Sozialismus haben sollte. Also es war ja bis ins Aalener Programm der CDU hinein Thema. Ja, also es war eine verbreitete Forderung. Und dann wurde, das ist das, was Wolfgang Streeck jüngst in einem seiner Bücher dann auch betont hat, der Arbeiterbewegung, der sozialistischen Bewegung, genau genommen die Forderung nach Sozialismus abgekauft durch das, was wir dann den Wohlfahrtsstaatskompromiss der 50er, 60er und 70er Jahre in der Bundesrepublik Deutschland hatten. Ja? Also das heißt, die Beteiligung der Gewerkschaften, deren Bildungsaufstieg, ja, die relativ guten sozialstaatlichen Lebensbedingungen, ja, die sozusagen eine deutliche Verbesserung der Lebenslage von Arbeitenden in unserer Gesellschaft mit sich gebracht haben. Das ist Streeck, der, ja, also ich weiß nicht, viele, vielleicht sagt denen, euch der Name Streeck nicht, war ja selber Berater von Gerhard Schröder in dessen Zeit als Kanzler, also gehört jetzt nicht sozusagen zu den äußersten Linken der Sozialdemokratie und sieht also diese Entwicklung selbst im Rückblick ausgesprochen kritisch, ja, und hat eben die Haltung, das war eigentlich ein Verzicht auf eine wesentliche Weichenstellung in der Geschichte Deutschlands oder der Geschichte im Besonderen der Bundesrepublik. Das heißt, dass die Wirtschaftsdemokratie ab diesem Zeitpunkt von den Gewerkschaften genau genommen in eingeschränkter Form begriffen wurde, nämlich als eine Art, gleiche Bürgerrechte der Lohnabhängigen zu respektieren, die in der auch auf die Betriebe ausgedehnt werden sollten. Und so wurde dann auch Wirtschaftsdemokratie im Wesentlichen umgesetzt. Also vielleicht kann man das in der Diskussion dann noch weiter verfolgen. Ich will das nur andeuten, weil das sind auch dann teilweise so technische Fragen, die vielleicht hier ein bisschen zu weit führen. Es kam dann, der Kompromiss wurde dann so ausgestaltet, dass die Gewerkschaften die starke Forderung hatten nach einer paritätischen Mitbestimmung, ja, die dann auch in der Montanindustrie, also in Kohle und Stahl, produzierenden Unternehmen umgesetzt wurde. Also in Nordrhein-Westfalen, im Saarland, ja, war das in großen Konzernen, wurde das dann auch umgesetzt. Und es war zum damaligen Zeitpunkt, waren das über 1 Million Beschäftigte, die an der paritätischen Mitbestimmung auch beteiligt waren. Und sie waren beteiligt über die Form, wie die Gewerkschaften, und das ist etwas, was wichtig ist, wie die Gewerkschaften in den Aufsichtsräten der Unternehmen beteiligt waren an den Unternehmensentscheidungen. Gleichzeitig haben die Gewerkschaften nicht durchgesetzt, was eine starke Forderung war, ein Betriebsverfassungsgesetz, was eben auch auf der betrieblichen Ebene Mitentscheidungen hätte begünstigen können. De facto, das war etwas, was auch durch einen großen Streik der Gewerkschaften nicht hat durchgesetzt werden können. De facto ist das Betriebsverfassungsgesetz so ausgestaltet worden, dass die Betriebsräte, die ja zunächst mal Organe der Beschäftigten sein sollten, also Vertretungsorgane, Organisationsorgane der Belegschaften, dass diese Betriebsräte bis auf den heutigen Tag friedenspflichtig sind und als Vermittlungsorgan zwischen den Belegschaften und der Unternehmensleitung betrachtet werden. Ja, das heißt, sie sind, wenn man so will, eine Art Zwitterkonstruktion. Sie vertreten die Belegschaften, ja, sozusagen nicht ohne weiteres direkt, sondern sie haben diese, also Müller-Jentsch nennt das intermediär, sie sind vermittelnd zwischen diesen beiden Interessengruppierungen. Und da sie friedenspflichtig sind, können sie auch von sich aus in den Betrieben selbst nicht organisierend tätig sein, ja, im Sinne von Streiks, von starken Forderungen der Belegschaften,
Ja, was eben mit der Besonderheit in Deutschland zu tun hat, dass wir zwar ein Koalitionsrecht haben, aber das Streikrecht kein Individualrecht ist, vergleichbar Frankreich, sondern in Deutschland liegt das Streikrecht bei den Gewerkschaften und auch nur, jetzt insbesondere in den letzten Jahren und Jahrzehnten, insbesondere dann, wenn eben Tarifverhandlungen gescheitert sind. Das heißt, es ist ein ausgesprochen komplexer Prozess, bis in Deutschland überhaupt von der Gewerkschaften her Streiks möglich sind. Also das ist ein wichtiger Strang, die Forderung nach Demokratie, ja, der Lohnabhängigen, der einzelnen Person als demokratische Bürger, auch im Betrieb, die eben dann auch im Betrieb Partizipationsrechte haben sollen. Und die werden ausgeübt über ihr Wahlrecht bei Betriebsratswahlen und indirekt über die Gewerkschaftsmitgliedschaft bei der Bestimmung der Aufsichtsratsmitglieder im Unternehmen, Aufsichtsrat. Ein anderer Strang, wie Wirtschaftsdemokratie dann sozusagen liberal und liberal-konservativ aufgegriffen wurde, ist das, was Kurt Biedenkopf gemacht hat in den 60er und frühen 70er Jahren, wo hieß dann auch so Biedenkopf-Kommission, als es nämlich unter der sozialliberalen Regierung von Willy Brandt darum ging, die paritätische Mitbestimmung auf eine Vielzahl von Unternehmen auszudehnen, was eben an der FDP dann damals gescheitert ist. Und Biedenkopf hat in dieser Kommission stark dafür argumentiert, und das ist dann auch so durchgegangen, dass Mitbestimmung, also als der ein Baustein der Wirtschaftsdemokratie, begründet wird mit der Würde des Menschen, also mit Artikel 1 des Grundgesetzes. Also ich will damit sagen, dass was immer zu Wirtschaftsdemokratie dann diskutiert wird, das Demokratieproblem gar nicht wirklich in den Blick kommt. Ja, das ist eigentlich der Sinn meiner Ausführungen bisher, nämlich zu sagen, nimmt man jemanden wie Honneth, der sagt, die Idee des Sozialismus, dann geht es ihm um die politischen Freiheitsrechte in der Sphäre der Politik. Und er wirft den Sozialisten vor, dass sie überhaupt die Idee hatten, dass man in der Wirtschaft auch demokratisch handeln könnte. Und wenn man die Autoren der Wirtschaftsdemokratie in den letzten Jahrzehnten nimmt, dann ist ihre Vorstellung, dass es genau genommen darum geht, also Würde oder die Staatsbürgerrechte von Individuen stark zu machen, aber es ging nicht um die Frage der Stärkung von wirtschaftsdemokratischen Prozessen als solchen. Dazu hat es große Kontroversen gegeben. Ich will das nur andeuten. Dabei ging es um die Frage, welche Unternehmen werden überhaupt der wirtschaftsdemokratischen Regelung unterworfen? In welcher Weise werden die Vertreter bestimmt? Wer hat überhaupt wirtschaftsdemokratische Mitspracherechte? Also schon in den 80er Jahren hat damals ein Vertreter der Grünen Partei, Eckhard Strattmann, der jetzt in der Linken ist, gefordert, dass es eine dritte Bank geben muss für Konsumierende. Ja, also in den Unternehmen, nicht nur die Unternehmensseite, die Kapitaleigner, die Belegschaftsseite, sondern auch die Gesellschaftsseite derer, die konsumieren. Also damit die ökologischen Gesichtspunkte, also die Naturschutzverbände, die konsumierenden Verbände, dass die eben in den Unternehmen selbst Mitspracherechte haben. Also auch das ist eine lange Diskussion, eine Ausdehnung dieses Bereichs. Mir geht es jetzt, und das will ich in ein paar Minuten gerne noch erläutern. Mir geht es jetzt eigentlich um ein sehr viel weitergehendes Problem. Vielleicht, wenn man das am Beispiel von Volkswagen sich noch mal vor Augen hält. Also, weil ich
zeitweise das nicht richtig verfolgen konnte. Die Berichterstattung ist meine Wahrnehmung vielleicht ein bisschen falsch. Also dann müsst ihr mich in der Diskussion oder auch gleich korrigieren. Nach meinem Eindruck ist genau genommen, was mit Volkswagen passiert ist, ein wirklich gutes Beispiel für ein grundlegendes Problem, ein wirtschaftsdemokratisches Problem oder ein politisches Problem der Wirtschaftsorganisation. Denn man muss sich ja klar machen, auch die Wirtschaft ist ja politisch, in einer gewissen Weise politisch verfasst. Und aus meiner Sicht ist Volkswagen ein interessantes Beispiel, weil an dem Vorgang der Manipulation der Emissionswerte man zeigen kann, dass dieses Unternehmen ja in mehreren Hinsichten total versagt hat. Ja, es hat diese Werte, also die manipuliert durch diese Software, das ist ja bekannt. Damit wurden systematisch Umweltziele, erklärte Umweltziele hintertrieben. Es wurden Steuern hinterzogen. Und was aus meiner Sicht für den ganzen Komplex eben auch von großer Wichtigkeit ist, auch von wirtschaftsdemokratischer Hinsicht, gehen ja viele Millionen Arbeitsstunden der Lohnabhängigen in diesen Betrug hinein. Denn schon jetzt ist klar, dass das Unternehmen hohe Strafen zahlen muss, von denen nicht klar ist, ob das Unternehmen diese Strafzahlung überleben wird. Aber selbst wenn es sie überlebt, heißt das, dass es Entlassungen geben wird, es wird Überstunden geben, es wird Druck auf die Löhne geben, sodass man sagen kann, die Beschäftigten werden einen hohen Anteil an diesem Betrug zahlen. Sodass man sagen kann, das Modell Deutschland, nämlich gute Produkte mit hoher Ingenieurkunst für den Export zu erzeugen, dieses Modell funktioniert nicht. Das aber besagt, dass man Volkswagen, was jetzt für dieses Unternehmen in einer besonderen Weise auch offensichtlich ist, dass Unternehmen öffentliche Institutionen sind. Das ist ein wichtiger Punkt. Ich beziehe mich dabei auf einen französischen Ökonom, Alain Lipietz, und Michel Aglietta, die aus einer Tradition der Schule der kommen und die Position vertreten, Unternehmen müssen als öffentliche Institution betrachtet werden. Und deswegen habe ich mich jetzt auf VW bezogen, aber es ist eigentlich für mich nur ein Hinweis darauf, wie man an einem Beispiel das Problem sehr grundsätzlich klar machen muss, dass ja, wenn ein Unternehmen, und das ist so schwierig, weil das ist so, das, wie kann man sagen, das entspricht so sehr unserem alltäglichen Verständnis, ja, Unternehmen als privatwirtschaftliche Einheiten zu sehen. Aber man muss sich ja klar machen, dass jedes Unternehmen nicht einfach nur eine private Wirtschaftseinheit ist, sondern ja über enorme Ressourcen unserer Gesellschaft verfügt. Wissen, Personal, Kompetenzen, Rohstoffe, Maschinen, mit denen hergestellt wird, Distributionswege. Das heißt, da entscheiden sehr wenige, im Zweifelsfall sehr, sehr wenige Personen, weitreichend über unser gesamtes gesellschaftliches Leben. Ja, das ist das, was dabei relevant ist. Also wir steigen in einen Zug und wir denken nicht unbedingt daran, dass dieser Zug, ja, der Waggon, in dem wir sitzen, von bestimmten Ingenieuren mit einem bestimmten Ausbildungsstand in einem bestimmten Unternehmen in Deutschland entwickelt wurde. Fahren diese Leute jemals Zug? Welches Material verwenden die? Wie viel gesellschaftliche Ressourcen gehen in den Bau eines solchen Waggons ein? Ist es eigentlich sinnvoll, dass das geschieht? Oder können wir das auch anders haben? Also nur ein kleines Beispiel. Siemens baut einen Großteil der Waggons für die Deutsche Bahn AG. Welches Material nutzen die? Dann gibt es alternative Anbieter, die würden billiger produzieren mit ökologischen Materialien. Dann sagt Siemens, wenn dieses Unternehmen, das Angebot dieses Unternehmens
von der Bahn AG übernommen wird, dann werden sie entsprechend bestimmte Dienste einstellen. Das wiederum kann die Bahn sich aber nicht leisten. Also werden diese ökologisch sensitiven Produkte nicht übernommen. Also auch da nur ein Beispiel, dass es sich um öffentliche Institutionen handelt, weil es sich immer um unsere kollektiven Ressourcen handelt. Unsere Lebenszeit, die Materialien, mit denen wir zu tun haben, sind die Materialien, die wir erfahren, die Farben, mit denen wir zu tun haben, die wir fühlen. Ja, auch die Ressourcen, die verschwendet oder nicht verschwendet werden. Das heißt, wenn man das stark macht, es fällt in unsere individuelle und gemeinsame Verantwortung, was produziert wird, wie produziert wird und wie es von uns verwendet wird. Also diesen Zusammenhang, den will ich damit in den Blick rücken. Und will damit sagen, Entschuldigung, ich will damit sagen, dass wir, wenn wir sagen, es handelt sich um öffentliche Institutionen, damit auch deutlich machen müssen, dass wir, weil es etwas ist, was uns hineinzieht, uns sozusagen auch verantwortlich macht, mitverantwortlich macht, wir auch an diesen Prozessen teilhaben müssen. Es gibt in der wirtschaftsdemokratischen Diskussion, gab es dann Versuche von einem Aachener Ökonomen Zinn, ja, mit dem Frankfurter Ökonomen Meissner in den 80er Jahren zum Beispiel, Bedarfsermittlung zu machen. Also welchen Bedarf gibt es eigentlich in unserer Gesellschaft, an welchen Produkten? Was brauchen wir eigentlich? Das stützte sich auf die Erfahrung bei Lucas Aerospace in den 70er Jahren in einem Konversionsprozess. Die Firma wurde eingestellt und die Ingenieure mit den Arbeitern haben angefangen zu überlegen, was eigentlich können wir mit unseren Maschinen gesellschaftlich Nützliches erzeugen. Dann haben sie Umfragen gemacht und haben die Niederflurbusse entwickelt, die für uns heute ja vielfach selbstverständlich sind. Ja, also um Behinderten, ja, oder Handicapped oder Disabled oder wie immer, ja, also Personen die Möglichkeit zu geben, am öffentlichen Transportverkehr teilnehmen zu können. Also das heißt, es geht um die Frage, welche Bedarfe haben wir? Das ist eine Möglichkeit. Aber dann gibt es ja noch die weitergehende Frage, nämlich wie organisieren wir eigentlich die Produktion, die Dienstleistung? Welche Dienstleistung, welche Produktion brauchen wir und wie ist die beschaffen, wie ist die in einer Gesellschaft organisiert? Das alles war auch historisch Gegenstand der Diskussion über Wirtschaftsdemokratie. Das heißt also, was Sie sehen ist, die Frage der Demokratie wurde enorm ausgedehnt auf den Bereich dessen, was wir üblicherweise als Wirtschaft betrachten, was sich aber unserer politischen Aufmerksamkeit in hohem Maße entzieht, weil wir das sozusagen unter dem Stichwort, das ist privat, einfach wegschieben. Wir betrachten vielleicht noch die Wirtschaftsverbände als politische Institutionen, so wie Franz Neumann das gemacht hat in seiner großen Studie über den Nationalsozialismus. Ja, aber selbst da wissen wir kaum, was die Wirtschaftsverbände demokratiepolitisch machen. Ja, wir wissen das nicht, was diese vielen tausend Wirtschaftsverbände im Einzelnen alles machen. Das ist viel zu wenig, meiner Meinung nach, Gegenstand unseres Wissens. Ja, aber noch viel weniger wissen wir, was die Unternehmen im Einzelnen machen, bis auf wenige seltene Fälle in Krisenphasen, ja, dass eben dann plötzlich klar wird, so entscheiden die Manager oder so entscheiden sie nicht. Und das ist, wirkt sich auf unser gemeinsames Leben dann plötzlich aus in Arbeitsplatzverlust oder in Produkten, die gar nicht halten, was sie versprechen und dergleichen mehr. Die wirtschaftsdemokratische Diskussion seit den 1920er Jahren hat auf dieses Problem so reagiert, dass sie gesagt hat, wir brauchen eine tief gestaffelte Form der politischen Willensbildung auch im Bereich der Wirtschaft. Da reden wir jetzt über Absichten und Absichtserklärungen. Das war lange
auch Teil der gewerkschaftlichen Programmatik noch bis in die 90er Jahre hinein. Die Gewerkschaften haben sich aus diesen Überlegungen heute ziemlich weit zurückgezogen. Es gibt auch natürlich in den Gewerkschaften heute wieder Versuche, an diese Diskussion anzuschließen. Aber man muss sagen, das ist auch wie immer in großen Verbänden ein mühsamer und durchaus konfliktreicher Prozess. Und ich will ganz kurz andeuten, in welche Richtung wurde da gedacht. Also um den Bereich der Wirtschaft selbst mit demokratischen Institutionen gleichsam zu gliedern und demokratische Willensbildung zu ermöglichen, das habe ich schon angedeutet, gab es die Idee der Betriebsräte, also betriebliche Willensbildung, ja, so von unten. Aber dann sollte dem weitergehend entsprechen eine Willensbildung auch auf der Ebene der Branchen und der Region, also der Strukturenentwicklung, weil die Grundidee war die, man kann das in den Branchen machen. Man kann eine Willensbildung machen, welche Produktionsstätten gibt es für den Bereich, keine Ahnung, Wollpullover, Hosen, Brot, ja, oder auch Kinderbetreuung. Was gibt es sozusagen in diesem Bereich? Was ist da notwendig an Angeboten? Wie viele Arbeitskräfte haben wir in diesem Sektor, in dieser besonderen Branche? Und dann kann man eine Willensbildung von unten her organisieren, auf der Ebene der Kommune, in der Region und so weiter. Und die Vorstellung war die, man würde das praktisch von unten nach oben, damals klar, bis auf das Reichsniveau, also so der Talk der frühen 20er Jahre und dann auch in der Gruppe von Naftali, man würde es sozusagen durch alle politisch-räumlichen Skalen hindurch bis nach oben, ja, also sozusagen pyramidal von unten nach oben organisieren, sodass man eine Willensbildung hätte über das, was von den Produktionsstätten her gemacht werden kann. Damals wurde nur über Produktion nachgedacht, nicht über den Bereich der Dienstleistungen. Das ist ein eigenes Thema. Und dann kommt aber folgendes Problem sofort auf, nämlich auch demokratiepolitisch von großer Bedeutung, auch heute für, wenn man so will, auch für die Europäische Union, wenn man jetzt zum Beispiel an Strukturförderungsmaßnahmen denkt, ja, aber auch für die Subventionspolitik in einem Nationalstaat, dann muss man ja überlegen, wie viel brauchen wir von einem bestimmten Produkt und in welcher Menge wollen wir Menschen in diesem Bereich überhaupt berufstätig haben? Ja? Also man muss ja so überlegen, wie viele Menschen brauchen wir, die Autos erzeugen, Pullover stricken, Lebensmittel produzieren? Also das sind ja sozusagen immer Proportionen. Darüber machen wir uns heute keine Gedanken, wir überlassen es dem Markt. Wir legen 5 Euro hin und dann setzen wir, ohne dass wir das wissen, eine endlose Kette in Gang. Ja, von Bestellungen, dann wird erzeugt, dann werden die Rohstoffe angefordert, dann fahren die Laster und die bringen die Zeitungen, das Brot oder die Hemden in den Laden. Und dann gibt es Marketingfirmen, die beobachten das Konsumentenverhalten, erfassen das statistisch und geben es den Unternehmen, die machen dann Werbung und dann kaufen wir, ja, diesen Rock, jenes Hemd, jenes Buch und so weiter. Das heißt, es ist ein blinder Prozess, der genau genommen nicht von uns wirklich durchschaut wird, den wir nicht regeln, nicht kontrollieren, an dem wir gar nicht beteiligt sind. Wir wissen nicht, was wir anrichten, wenn wir ein T-Shirt für 1 Euro kaufen. Ja, wir wissen das jetzt durch die spektakulären Unfälle in Bangladesch. Aber im Prinzip machen wir das einfach, wir legen das Geld hin und kriegen die Ware. Und alles, was dahinter passiert, das große Problem von Marx schon, alles, was dahinter passiert, das kennen wir nicht. Und der demokratische Prozess zielt genau darauf, nämlich diese Vorgänge transparent zu machen und selbst zum Gegenstand von kollektiven Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen zu machen. Also welche Produkte,
brauchen wir, welche Dienstleistungen brauchen wir und in welcher Anordnung. Und das heißt natürlich auch, gemeinsam zu entscheiden, wie ist eigentlich die Zusammensetzung, also der einer Branche gedacht. Brauchen wir sämtliche Tätigkeiten? Brauchen wir so viel von dem Produkt? Müssen Menschen sich wechselseitig kaputt konkurrieren? Das ist ja die große Frage, vor denen die Wirtschaftsdemokratie steht. Es ist klar, das wissen wir, ich höre dann jetzt auch auf an diesem Punkt, ja, das ist eine Herausforderung. Das ist eine Herausforderung, wie auch die Frage der Demokratie im politischen Bereich. Ich habe das ja nur kurz angesprochen, wir haben eine Erosion der politischen Demokratie. Colin Crouch spricht von der Postdemokratie. Wir haben sozusagen dort das Problem der Aushöhlung der Demokratie. Und wir haben im Bereich der Wirtschaft so gut wie keine Demokratie. Aber weil wir dort keine Demokratie haben, höhlen sich auch die demokratischen Prozesse, das Minimum parlamentarisch-repräsentativer Demokratie in sagenhaftem Maße aus. Und deswegen meine ich, dass wir das Demokratieproblem heute komplexer diskutieren müssen als nur eine politische Demokratie, ja, sondern dass wir auch den Bereich der Wirtschaft mit einbeziehen müssen in unsere Willensbildung, so ähnlich wie in den 20er Jahren auch. Und dass es da auch eine völlig neue demokratiepolitische Initiative braucht, ja. Das wäre mein Wunsch für uns, dass wir genau die Kraft und den politischen Willen entwickeln, genau in diese Richtung zu wirken. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Will jemand von euch mal hier nach vorne kommen wegen der Moderation? Ja, damit ich mal im Hellen stehe, ja, ist gut. Ne? Also es ist aber schön, euch zu sehen und nochmal. Also los. Ja, die Diskussion. Ich würde sagen, wir beginnen erst mit inhaltlichen Nachfragen, also Unklarheiten oder Nachfragen an das Konzept an sich, um dann anschließend in die Diskussion überzuleiten. Gibt es Fragen? Ja? Ja, vielleicht nur kurz zu der Panel-Diskussion. Also würdest du sagen, das ist, also die Kritik von dir würde eigentlich eine materialistische Kritik sein. Also würde ich sagen, er entfernt sich bei der Darstellung des Sozialismus oder bei der Idee des Sozialismus zu sehr von der materialistischen Ursprungsidee dessen. Ja, das vielleicht auch, aber na, eigentlich ist das, was ich versucht habe zu sagen, ein bisschen mehr als üblicherweise das, was in der materialistischen Tradition gesagt wird. Weil die materialistische Tradition lenkt die Aufmerksamkeit darauf zu sagen, hey Leute, it's the economy, stupid. Also kapiert doch, die Ökonomie ist das Entscheidende. Das ist nicht mein Punkt. Ja, die Ökonomie ist schon entscheidend, klar. Aber, weil da bin ich durchaus mit ihm gar nicht so weit auseinander, wenn er sagt, ja, aber es geht auch um die Art und Weise, wie wir ökonomische Prozesse deuten und verstehen. Es geht auch um demokratische Willensbildungsprozesse. Okay. Was ich das Problem finde, ist, dass er akzeptiert die Trennung der Ökonomie von der Politik und das jetzt als die Erneuerung des Sozialismus sieht, nämlich zu sagen, normativ müssen wir diese Trennung von Ökonomie und Politik vertreten. Und das würde ich sagen, nein, das will ich nicht. Das könnte auf den ersten Blick könnte das so ein bisschen plausibel wirken, wenn man jetzt Folgendes denkt, okay, da gibt es so viel ökonomisch mächtige Leute,
die mit viel Geld, Korruption, Lobbyismus, Beeinflussnahme und so weiter, die in die Politik so stark eingreifen, dass die Politik ihre Autonomie verliert. Ja? So, also man könnte sagen, so hätte man vielleicht früher ein bisschen vom staatsmonopolistischen Kapitalismus geredet. Die Politiker sind eigentlich nur die Puppen der Unternehmensleitung. Das ist für mich kein interessanter Gesichtspunkt, sondern ich will sagen, die Trennung von Wirtschaft und Politik ist selber, also da bin ich ganz eng an Marx, diese Trennung ist ein Problem. Nämlich zu denken, die Wirtschaft ist etwas Privates, Partikulares und die Politik ist das Allgemeine. Ja? Und dann kommen die Linken und sagen, nein, aber die Politik ist doch eben auch partikular und da sind ja nur partikulare Interessen und wir stellen das Allgemeininteresse wieder her, nur für die Politik. Und mein Argument ist zu sagen, nein, wir müssen auch die Wirtschaftssphäre selbst als eine allgemein setzende Sphäre. Überlegt doch mal, was macht ihr? Ja, wir fahren mit dem Zug. Das ist ein Verkehrssystem. Das ist allgemein. Wir haben Straßen. Das ist allgemein. Jeder setzt sich da mit seinem Auto und fährt dann da für sich in seinem privaten 4 Quadratmetern durch die Gegend. Versteht ihr? Das ist Privatisierung öffentlichen Raums, ununterbrochen. Auto abstellen heißt, hier ist mein Terrain. Ja? Aber wir müssen klar machen, dass das öffentlicher Raum ist. Ja? Und dann die Frage, wollen wir so leben? Ja? Also in Berlin, im Prenzlauer Berg, haben dann viele Aktivisten ja, die Parkplätze alle besetzt. Weil sie gesagt haben, wieso wird denn die Straße als öffentlicher Raum permanent privatisiert von denen, die ihre Autos abstellen? Ja, so. Ja, und da muss man sagen, ja, wie will man das? Das ist eine Koordinationsfrage. Wir akzeptieren das so einfach. Für uns ist das so gewachsen, wir nehmen das so als selbstverständlich hin. Und das ist mein Punkt. Zu sagen, die Trennungslinie, die zwischen Ökonomie und Politik, die will Honneth noch stärker machen und ich will sagen, nein, wir müssen von ihr wegkommen. Ja, ja sonst was. Vielen Dank für den Vortrag, das war wunderbar, dem zuzuhören. Ich habe eine Frage und zwar, Sie haben ja zum Schluss nochmal so skizziert, also welche Elemente Wirtschaft, Demokratie jenseits von so Betriebsräten im klassischen Sinn noch haben könnte. Also Sie haben da von dieser Branchenvertretung oder auch von der regionalen Vertretung als mögliche Instrumente der Willensbildung gesprochen und haben gesagt, darüber müsste man dann eigentlich zu so einer politischen Bedarfsanalyse kommen, was man braucht. Und meine Frage wäre, ob sich also unter diesem Komplex nicht eigentlich nochmal ein ganz anderes demokratietheoretisches Problem versteckt quasi, was bei Ihnen jetzt irgendwie so klingt, als wäre das vor allem ein Problem der Wirtschaftsdemokratie. Aber also ich frage mich, also das würde doch auch erfordern, dass wir nochmal ganz neu darüber reden, wer gehört eigentlich irgendwie zur Demokratie dazu? Also bei Ihrer Schilderung, okay, die einen produzieren irgendwie Hosen und wir müssen uns irgendwie überlegen, wie viele Hosen brauchen wir? Also die Hosen werden ja zum größten Teil irgendwie, die wir hier tragen, gar nicht hier produziert. Und das wirft ja einfach nochmal die Frage auf, wie organisiert man eigentlich solche wirtschaftsdemokratischen Prozesse über nationalstaatliche Grenzen hinweg und also gegenwärtig ja auch irgendwie über Systemgrenzen hinweg. Also wenn man sich anguckt, irgendwie sind ja also nicht alle Staaten in dieser Welt irgendwie demokratisch, beziehungsweise wenn man sich anguckt, irgendwie nur Beispiel, Stichwort Islamischer Staat und das Öl, irgendwie, das sind ja auch irgendwie nicht Staaten oder irgendwelche anderen Formen von Herrschaft und also das wäre meine Frage, was macht man eigentlich damit, dass man da eigentlich noch ein zweites riesiges Problem hat, neben der Frage, wie setzt man denn jetzt hier die Wirtschaftsdemokratie durch? Wollen Sie sammeln oder? Nee, ist okay. Direkt, ja. Gut.
Also eigentlich muss ich sagen, kann ich die Frage nur bestätigen und wiederholen, aber ich habe keine Antwort, weil die Frage ist, sie steigert genau genommen nochmal die Komplexität, die Schwierigkeit, auf der wir uns bewegen, wenn wir es machen. Aber wir haben diese Frage, die ist sowieso eine schwierige Frage, die selbst schon für die Frage der politischen Demokratie. Ne, wenn man sich mal klar macht, wir treffen, also wir haben ja die Unterstellung, wir haben Volkssouveränität. Der Volkssouverän entscheidet. Ja, das ist ja unsere Annahme. Und die Unterstellung des Modells der Volkssouveränität ist ja zu sagen, ist konkurrent, der Volkssouverän, das Land, die Bevölkerung, das politische Volk, also sozusagen, was die Entscheidungen trifft und Autor der Gesetze ist, ja, die, mit denen es sich selbst reguliert. Jetzt wissen wir aber, dass wir permanent Entscheidungen treffen, auch politische über Gesetze oder internationale Verträge, Handelsverträge und so weiter, in denen wir permanent in die Lebensweise anderer Menschen eingreifen. Also wir holen Rohstoffe, ja, aus Bolivien. Wenn wir jetzt das Elektroauto bauen, nehmen wir an, wir machen es, dann brauchen wir für die deutsche Automobilflotte, das sind, glaube ich, geschätzt irgendwas 60 Millionen Autos, irgendwas um den Dreh, stellen wir uns das vor, brauchen wir so viel Lithium, wie in ganz Bolivien nicht vorhanden ist. Aber wir buddeln dort den ganzen Boden auf und kaufen den Leuten dort die Rohstoffe weg. Ja? So, und dann hat es ja weitreichende Folgen für dieses Land, für die Menschen und natürlich dann auch für uns. Also haben wir sozusagen auf der politischen Entscheidungsebene schon das Problem. Und dann ist das, was Sie sagen, das steigert diese Schwierigkeit, nämlich Wirtschaftsdemokratisierung entlang von Wertschöpfungsketten. Das ist ja Ihr zentraler Punkt. Nämlich, was heißt es, wenn wir die Buchhaltung eines Großunternehmens nach Indien verlagern? Oder die T-Shirt-Produktion nach Bangladesch oder die Chip-Produktion ja, nach China? Und dann sozusagen sehenden Auges ganz klar wissen, die Leute werden unter teilweise sklavenähnlichen Bedingungen beschäftigt. Die ökologischen Folgen sind ein Desaster, Mitspracherechte tendieren gegen Null, nicht mal menschenrechtliche Standards werden eingehalten und so weiter. Ja. Dann kann man sagen, was jetzt, das ist jetzt wirklich keine Spinnerei, die Mitbestimmung in Unternehmen kann manchmal ganz schlimme Auswüchse ja, verhindern. Na, also jetzt deutsche Unternehmen, wenn Sie erfahren, die Aufsichtsräte der Gewerkschaften, was deutsche Unternehmen in Argentinien oder China machen oder in der Türkei, dann können Gewerkschaftsvertreter darauf hinwirken, dass ein Unternehmen die Kooperation mit entsprechenden Unternehmen einstellt. Das kann durchaus der Fall sein. Das ist minimal durchaus ein Erfolg, aber es ist keine Gestaltung von Wertschöpfungsketten. Ja? Und das wäre das, wo ich meine, dahin müssten wir argumentieren und darüber müssten wir nachdenken. Aber deswegen habe ich so bescheiden angefangen zu sagen, ich kann Ihre Frage nur bestätigen, weil aus meiner Sicht ist es so, man muss sich das doch klar machen. Wenn wir hier über Wirtschaftsdemokratie reden, dann reden wir hier, aber sagen Sie mir, ob ich da falsch liege. Es gibt dazu keine Forschung. Die Machtmechanismen sind nicht so, dass wir jetzt rausgehen und sagen, klar, ab morgen experimentieren wir damit. Ja, also das heißt, unser Wissen ist gering. Ja, die Akteure, die sich dafür einsetzen, sind schwach. Ja, und die Hebel, dass es stärker werden könnte, sind nicht ohne weiteres vorhanden. Deswegen habe ich am Schluss davon gesprochen, wir brauchen eine Initiative in dem Sinne, dass wir über diese Fragen nachdenken. Es nicht einfach nur als naturwüchsig gegeben betrachten, sondern es verstehen im Zusammenhang und dass wir uns klar machen, und das ist der Punkt, um den es mir geht, es geht nicht darum, dass wir einen Wirtschaftsprozess verstehen. Ja? Es geht mir darum, deutlich zu machen, es ist nicht Wirtschaft, sondern es ist konkret die
Allgemeinheit und insofern Politik. Verstehen Sie, normalerweise denken wir, ach, das sind Unternehmen, das sind Produkte, das sind Wertschöpfungsketten, das sollen die Ökonomen machen. Aber die machen es nicht. Die machen irgendwelche Grenznutzenkalküle, Kurven, Optimierungsmodelle und so weiter. Das interessiert die überhaupt nicht. Die Politikwissenschaftler setzen sich mit Institutionen und Verfahren auseinander und interessieren sich auch nicht. Also wir brauchen sozusagen ein Wissen, was so an die in diesem Bereich die Wirtschaft auch als gesellschaftspolitische Institution begreift. Dass wir Bahn fahren, dass es Autobahnen gibt, ja, das ist eine politische Frage, nicht nur eine ökonomische Frage. Denn es geht immer darum, wie verwenden wir unsere Ressourcen. Und dann reden wir über Geld bei Ressource. Nein, es ist nicht Geld, es ist unsere, eure Lebenszeit. Das muss man sich immer klar machen. Am Ende ist jeder Euro immer Lebenszeit. Wofür wird also Lebenszeit von uns eingesetzt? Ja? Ist es sinnvoll? Wir alle kalkulieren doch über jede Minute. Ja? Aber wir sind wahnsinnig großzügig, wenn VW Milliarden versenkt. Ja? Aber das ist unsere Lebenszeit. Das muss man sich klar machen, weil sie hinterziehen Steuern in Milliardenhöhe. Das heißt, die 18 Milliarden, die jetzt Strafe zahlen, damit wäre dreimal der Bedarf gedeckt für den Ausbau der Hochschulen. Macht man uns klar, 6 Milliarden brauchen wir. Ja? Wir haben eine Vervierfachung der Studierendenzahlen seit Mitte der 70er Jahre bei gleichem Stand der Hochschullehrerinnenschaft. Das ist eure beschissene Ausbildung und eure entgangenen Karrieremöglichkeiten im Bereich der Wissenschaft selber vielleicht eine Stelle zu bekommen. So muss man das rechnen. Also akzeptieren wir Lebensbedingungen, die eigentlich nicht akzeptabel sind. Ja? Vielen Dank für den Vortrag und auch für das spannende Statement. Ich würde vielleicht eine kleine andere Perspektive oder Kritik daran formulieren. Und zwar hast du nochmal, also bitte nicht persönlich. Nein. Aber du hast es nochmal. Muss ja Kritik möglich sein. Dein Statement am Ende jetzt oder auf die Nachfrage hin, dass die Wirtschaftssphäre auch eine allgemeinsetzende Sphäre sein soll. Und deswegen sozusagen innerhalb eines Kollektivs oder eines Staates oder wie auch immer dieses allgemeine Interesse formuliert werden muss und darum gestritten werden muss und so weiter. Und auch die Fragen, die du mal zwischendurch genannt hattest, welche Unternehmen werden den durch wirtschaftsdemokratische Regulierung unterworfen? Wie werden Vertreter bestimmt? Wer hat demokratische Mitspracherechte? Vieles davon kommt mir so vor, als wäre es aus der Perspektive eines Allgemeinen oder der Regierung, sagen wir mal. Also vieles aus einer Staatsperspektive, zwar vielleicht in Kooperation mit den Gewerkschaften, aber vieles kommt für mich aus so einer Staatsperspektive oder eben so einer nationalen Perspektive zum Beispiel. Du hast auch viel vom Sozialismus gesprochen, aber vielleicht muss man bei der Geschichte der Wirtschaftsdemokratie vorher nochmal einen Schritt zurückgehen und mal bei der Arbeiterbewegung anfangen. Also Sozialismus ist ja die eine Sache, aber Arbeiterbewegung, da haben sich Arbeiter-Selbsthilfekassen gegründet, da haben Arbeiter sich zu Genossenschaften zusammengeschlossen, da haben die erstmal erkannt, okay, unsere Lage ist ganz, ganz, ganz beschissen, wir müssen da quasi was dran ändern und das schaffen wir nur gemeinsam. Also im Sinne, das ist dann der Unterschied für mich zum Liberalismus, da können wir vielleicht auch nochmal drüber streiten, aber ob das mit der Liberalismuskritik so richtig war, aber da haben sie gesagt, okay, wir können das nicht als einzelne Vereinzelte irgendwie machen, sondern wir müssen uns zusammenschließen und für unsere Interessen eintreten. Und der Sozialismus ist dann ein Interpretationsangebot, das Ganze nochmal ein bisschen weiter zu treiben und nach vorne zu peitschen und dann auch den Staat zu fordern und alles zu fordern und nicht nur das kleine Brötchen. Aber trotzdem ist der Sozialismus was daran, das noch oben drauf gesetzt wird. Erstmal würde ich sagen, ist ja die Arbeiterbewegung auch mit all den Facetten, unter anderem auch mit religiösen Komponenten. Also da haben ja zum Beispiel in England auch die Quäker und sowas mitgewirkt, also durchaus eben auch sehr facettenreich. Und es war ja nicht alles nur revolutionäre Arbeiter, wenn man so will.
bin ich dann auch ganz bei Hobsbawm. Man muss vielleicht unterscheiden zwischen der Geschichte der Arbeiterbewegung und zwischen der Geschichte des Sozialismus oder der sozialistischen Parteien, die dann das sozusagen nochmal in eine andere, schärfere Dimension getrieben haben. Während du, wenn ich dich richtig verstehe, da eher diese Perspektive vertrittst, okay, es gibt öffentliche Institutionen, wie zum Beispiel die Gewerkschaften, die Betriebsräte, die haben einen zumindest mal nationalen Anspruch, Regulierung im öffentlichen Sinne einer Gemeinschaft oder so, den durchzusetzen, haben sie teilweise schon erreicht und es wäre sinnvoll, das auszubauen. Aber da geht es ja, also ich würde sagen, gerade da wird ja irgendwie in deiner Argumentation diese Trennung zwischen Wirtschaft und Politik irgendwie aufrechterhalten eigentlich letztlich, wenn man sozusagen auch die Verantwortung ein bisschen abgibt an die Regierung und sagt, ja, wir brauchen quasi bessere Gesetze, wir brauchen Gesetze, die bestimmen, wie Vertreter in Unternehmen bestimmt werden, wir brauchen Gesetze, die bestimmen, welche Unternehmen reguliert werden, wir brauchen Gesetze, die bestimmen, dass sozusagen Verbraucherverbände an der Unternehmenspolitik in irgendeiner Weise als Stakeholder oder sowas beteiligt werden. Jo. Da zielt meine Kritik auch nicht zu dir. Ja, wäre vielleicht gut. Ja, damit. Ich hätte noch eine kleine Verständnisfrage. Dann nehme ich die dann zuerst dran. Und zwar haben wir, ja, war gar keine kleine Frage. Ja. Ja. Okay. Ja, dann habe ich keine weiteren Fragen. Also Ihren Punkt habe ich ehrlich gesagt nicht so ganz genau verstanden. Ich sage mal, was ich glaube verstanden zu haben. Ja. Also das Erste, was Sie
mir sozusagen angesonnen haben, war, dass ich das vom Allgemeinen spreche, also das Allgemeine, ja, und dann haben sie etwas gemacht, was ich nicht gesagt habe. Sie haben nämlich nahegelegt, dass wenn ich vom Allgemeinen spreche, ich den Staat meine. Ja, das habe ich aber nicht gesagt und das meine ich auch nicht. Ja, also ich würde sagen, es geht bei demokratischer Koordination und Willensbildung, geht es darum, der Punkt, etwas Gemeinsames gemeinsam festzulegen. Ja? Und zwar etwas, was wir selbst gemeinsam für verbindlich erachten wollen. Ja? Sodass ich weiß, dass wenn ich es heute verbindlich festlege und mich engagiere, ich mich nicht umsonst engagiere. Also das ist sozusagen ein Effizienzkriterium der Demokratie. Das hat aber was mit Accountability zu tun, nämlich mit der Tatsache, dass ich sicher sein muss, dass die Verfahren, in denen ich mich engagiere, gelten. Weil es gehört zu den Finessen, ja, von denen, die herrschen, dass sie sagen, schön, dass du dich engagierst, aber das ist gerade nicht das relevante Gremium, in dem wir die Entscheidung treffen, sondern wir haben andere Gremien. Ja. Also ich muss sicher sein, dass mein zeitliches Engagement, meine Argumente, die ich hier einbringe, auch wirklich in dem Gremium vorgebracht werden können, was die Entscheidung trifft. Ja, so, das wäre, ne, und wer das ist, welche Instanz das ist, das habe ich nicht nahegelegt, dass das der Staat ist. Ich würde den Staat als eine Herrschaftsapparatur betrachten, die das Monopol auf Allgemeinheit erhebt. Aber damit sind wir noch überhaupt nicht bei der Demokratie. Ja. Das ist auch schon ein bisschen ein Teil der Antwort auf Sie, weil das selber ein eigener Strang gewesen wäre, den ich vermieden habe, weil es nämlich zu sagen, dass dieser Prozess der Kooperation, das mit Marx zu sprechen, das wirkliche Gemeinwesen ist. Ja? Also die Wirtschaftsdemokratie, so wie ich jetzt das, soweit ich bis hierhin argumentiert habe, ist selbst noch ein bisschen in dem Dilemma, dass es zunächst mal der Versuch ist, Allgemeinheitsgesichtspunkte im Bereich der Ökonomie, ja, zur Geltung zu bringen. Aber, und da würde ich Ihnen recht geben, das habe ich in Anspruch genommen und würde das selbst auch ganz selbstkritisch so sehen, das hat noch nicht die Trennung von Wirtschaft und Politik im starken Sinne, ja, also zugunsten einer neuen Form von Differenzierung überholt. Ja, so. Also das ist der eine Punkt. Und dann würde ich sagen, ja, da haben Sie natürlich recht, aber ich weiß nicht genau, was jetzt der Punkt daran ist. Klar, die Arbeiterbewegung hat einen langen Weg hinter sich, bevor sie den Anspruch auf Allgemeinheit erhoben hat, nämlich zu sagen, aus dem Blickwinkel der Arbeiterbewegung, die ja nicht einfach nur eine partikulare Kraft ist. Ja? Also das ist, glaube ich, das, was für jedenfalls ab Marx ein zentraler Gesichtspunkt ist. Die Arbeiterbewegung ist nicht einfach nur, das kann sie natürlich auch sein und war sie im Großteil ihrer Geschichte auch eine partikulare Interessengruppe, sondern das Interessante an der Arbeiterbewegung ist, dass sie selbst einen Anspruch auf eine Neufassung der Allgemeinheit, ja, vorschlägt. Ja. Nämlich an die Stelle der Logik des Profits die Logik der gemeinsamen Arbeit zu setzen, der Kooperation, also so die Formulierung von Marx. Und insofern kann man sagen, gibt es da natürlich eine, also aus meiner Sicht eine Vorstellung, dass aus diesen partikularen Strömungen heraus durchaus eine andere Form des Universellen, des Allgemeinen hervorgegangen ist. Die Gewerkschaften habe ich in dem Sinne nicht als öffentliche Institutionen betrachtet. Ich habe zunächst mal, würde ich sagen, Gewerkschaften können so wie Unternehmen oder Wirtschaftsverbände, können sie ganz partikularistische Kräfte sein.
auch Gewerkschaften müssen ja durchaus davon überzeugt werden und sich selbst davon überzeugen, dass sie das machen, was Oskar Negh genannt hat, ein allgemeinpolitisches Mandat wahrnehmen. Ja? Zunächst mal, und viele Gewerkschaftsführer würden das auch so gar nicht sehen, Gewerkschaftsführer würden zu einem Großteil sagen, wir vertreten unsere Mitglieder. Es ist eine Mitgliederorganisation und vertreten ein partikulares Interesse im Kräftespiel einer pluralistischen Gesellschaft. Und meine Argumentation geht dahin zu sagen, Gewerkschaften haben aber auch eine andere Funktion, die darüber hinausgeht, nämlich die gesellschaftliche Arbeit, und zwar die gesamte gesellschaftliche Arbeit, ja, zu vertreten. Also das heißt nicht nur die Industriearbeit, nicht nur die Dienstleistungsarbeit, sondern auch die vielen Bereiche, die wir auch in dem Sinne als privat betrachten, nämlich Fürsorgetätigkeiten, Pflegetätigkeiten und so weiter. Also sozusagen die Frage der gesellschaftlichen Arbeitsteilung. Ja, so. Also das würde ich sagen. Und dann ist ja, Gesetze über Gesetze müsste man dann nochmal eigens reden. Also das ist ja, da zunächst mal würde ich sagen, wenn man mal den Staat außer Betracht lässt, dann könnte man sagen, Gesetze sind verbindliche Selbstfestlegungen. Vielleicht so weit. Aber ich habe sozusagen noch nicht genau den Punkt verstanden, wo das sozusagen kritisch gegen mich ging, weil ich hatte am Anfang so verstanden, dass Sie sagen, naja, wenn man das mit der Allgemeinheit so in Anspruch nimmt, bewegt man sich eigentlich auf einem etatistischen Niveau. Und das würde ich tatsächlich bestreiten. Dann würde ich sagen, es gibt verschiedene Formen, wie im Sinne von Allgemeinheit oder welche Allgemeinheitsbegriffe man verwendet. Aber vielleicht können wir das ja dann in der zweiten Runde nochmal fortsetzen. Dieses Argument, also das stimmt völlig, ich sehe das so, ja, nämlich zu sagen, der Liberalismus verspricht Glück oder Wohlfahrt für alle, ja, und sagt, das haben Sie ja jetzt alles schon deutlich gemacht, dass sozusagen die Verfolgung der Privatinteressen der beste Weg ist, den allgemeinen Nutzen also sozusagen am besten zu sichern und zu gewährleisten. Ja, das ist das Modell, was bis hin zu Hayek gilt. Ja, und dann ist aber auch schon klar, auch bei Hayek, dass natürlich das eine Art Aggregationsgröße ist, ja, weil die Wohlfahrt, die dabei rauskommt, das ist ja bei Hayek spätestens dann kein Leistungsergebnis mehr, sondern ein Glücksergebnis. Und die Wohlfahrtsgewinne können sich extrem ungleich verteilen. Und Hayek würde sagen, ja, aber unter evolutionären Gesichtspunkten ist der Markt der beste Evolutionsmechanismus der Menschheit. Und der mag jetzt Einzelne benachteiligen, aber evolutionär gesehen sollen die halt den Bach runtergehen. Das ist für das Wohl der Menschheit in der Gesamtheit aber besser. Und ich würde sagen, na ja, okay, das ist natürlich eine Grundsatzentscheidung, die ich so nicht teile, nämlich für das Allgemeine, was verspricht irgendwann oder in der Gesamtheit der Entwicklung Wohlfahrt, werden die Einzelnen geopfert. Das ist bei Hayek die ganz klare Position. Wir opfern alle die am Weg der Gattung zu Boden sinken und eigentlich unsere Hilfe bräuchten. Evolutionär tut uns das leid, aber wir müssen weiterziehen. Ja? Und dann könnte man jetzt sagen, ich stelle mir diese Frage, weil Honneth eben in seinem Buch auch so argumentiert, dass er sagt, den Frühsozialisten ging es gar nicht um die Verwirklichung der Norm von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Es ging ihnen auch gar nicht um Gerechtigkeit, sondern es ging ihnen alleine um die Verwirklichung der Norm der sozialen Freiheit, also ein Freiheitsbegriff des Füreinander, des Miteinander und Füreinander Kooperierens, ja, unbesehen all dessen, was sozusagen das im Einzelnen einschließt. Und da würde ich sagen,
das würde ich so nicht teilen. Ich würde das aber auch gar nicht als Gegensatz denken wollen oder als eine, also, ne, weil Ihr Punkt ist ja zu sagen, bin ich jetzt output-orientiert, argumentiere ich also nur vom besseren Ergebnis her, dann hätte man das große Risiko zu sagen, wie so eine Art Sozialismus als Regimetheorie oder Wirtschaftsdemokratie wie eine Regimetheorie zu sagen, weil es den größeren Nutzen verspricht, wähle ich nicht Neoliberalismus, sondern Wirtschaftsdemokratie. Und das ist so eine Art taktisches Manöver, dass ich dann zurücktrete und sagen könnte, ach, dann vielleicht ist diese Regimeform besser als jene oder wir machen einen Mix oder irgendwie so. Und da hätte ich natürlich mehr Sympathie für Sie, nämlich zu sagen, ja, die Demokratie als Eigenwert, also die gemeinsame Produktion des Gemeinsamen, weil ich eben auch der Meinung bin, es ist klüger für uns alle, wenn wir die negativen Folgen unseres gemeinsamen Handelns auch gemeinsam tragen, als wenn wir nur die negativen Folgen des Handelns einiger weniger tragen. Ja, also das heißt, wir müssen das volle Risiko eingehen, dass wir, wenn wir kollektiv gemeinsam Dinge tun, auch gemeinsam scheitern. Das ist blamabel. Jetzt können wir immer sagen, die Merkel war es oder der war es oder so. Nein, es sind ja wir, weil wir lassen die ja machen. Wir könnten ja heute sagen, Schluss jetzt. Wir machen es selbst. Machen wir aber nicht. Ja, man muss sich das klar machen. Wieso haben die Menschen eigentlich keine Neigung, es zu tun? Dann sagen die Leute, die haben Angst. Wovor haben die Angst? Die waren auch bereit, nach Russland einzumarschieren und sich totschießen zu lassen. Ja? Also die Angst ist gar kein Argument. Wir könnten heute den Zustand der Freiheit sofort verwirklichen. Ja? Aber dann müsste man auch die Verantwortung tragen. Ja? Und mein Punkt wäre jetzt zu sagen, ja, aber was wollen wir damit? Ich will ja nicht einfach Partizipation an sich, sondern die Partizipation, und das ist das materialistische Prinzip. Die Partizipation ist ja etwas Konkretes, nämlich wir arbeiten gemeinsam. Wie arbeiten wir gemeinsam? Wie leben wir gemeinsam? Es geht ja um was. Und ob das dann besser ist, wichtig ist, ne, also ich sage nicht, wir haben dann alle Lösungen in der Hand. Also ich, um noch einen kleinen Schlenker zu machen, Karl Korsch, der ja in der Sozialisierungskommission 1919-20 war, der schreibt in einem wirklich sehr schönen Aufsatz über, was ist Sozialisierung, sagt er, nehmen wir an, wir haben kein Geld mehr. Nehmen wir an, wir entscheiden das alles demokratisch zwischen uns. Dann werden die Dinge nicht einfacher, sondern schwieriger. Weil dann heißt es nämlich, wir müssen Entscheidungen treffen derart. Beispiel, wir wollen 100 Päckchen Kaugummi. Die Leute, die das erzeugen sollen, sagen aber, wir arbeiten nicht so lange. Wir arbeiten, dass es 80 Päckchen Kaugummi gibt. Ja? Das heißt, das Interesse von Produzierenden und Konsumierenden deckt sich nicht. Am Markt müssen wir uns diese Frage nicht stellen. Wir legen Geld hin und die Ware kommt. Wenn wir das aber demokratisch koordinieren, müssen wir das sozusagen ganz konkret, das Gemeinsame, aushandeln. Wie lange sind Leute bereit, für dieses Ziel jetzt zu arbeiten? Ne? Und deswegen würde ich sagen, ich würde es nicht gerne voneinander trennen. Ne? Das wäre, ich weiß nicht, ob es befriedigend ist, aber das wäre mein Versuch, mich da durchzuschlängeln. Ja. Ich habe noch zwei Fragen. Ja? Und danach würde ich sagen, dann schließen wir die Fragerunde dieser Zeit. Das ist einmal der Dormer und ich halte das soweit ganz kurz. Jetzt kommen wir Ton, den kritischen Punkt nicht rausführen konnten. Vielleicht versuche ich einen kritischen Punkt zu machen, obwohl ich vieles auch überzeugend fand, was Sie gesagt haben. Aber ich würde Ihnen den Vorwurf machen, mal etwas zugespitzt, an einem Punkt denselben Fehler zu machen, wie der Honneth, vielleicht nur einen Punkt sogar hinter ihn zurückzufallen. Und zwar gerade in dem, was Sie jetzt auch zuletzt ausgeführt haben, sehe ich ein ähnliches Problem, wie auch in dem, was Honneth ausführt, nämlich genau, wir müssen darüber entscheiden. Und das werden ja notwendig kontroverse Entscheidungen sein. Also ob wir Autobahnen bauen oder Eisenbahnen bauen,
Optimum genau. Eigentlich klar. Finden. Weil es werden ja auch umkämpfte Entscheidungen sein, dass verschiedene Interessen beteiligt sind, wo wir auch keinen Konsens finden. Das ist ein Punkt, den der Honneth ja, unterschlägt, scheint zu glauben, man könne das finden. Und wo ich jetzt bei Ihnen zumindest auch nicht so direkt eine Lösung herausgehört habe, weil es dann doch immer so klang, das Gemeinsame, darüber beratschlagen, am Ende findet man doch so eine gemeinsame Lösung. Und da bin ich nicht überzeugt, weil es wird wahrscheinlich immer doch eine Minderheit geben, die da nicht einverstanden ist. Und zumindest überzeugt werden muss, das hinzunehmen. Naja, und jedenfalls, und wo sich also dahinter von mir zurückfallen, aus meiner Sicht, wäre dann die Frage nach dem Verhältnis von gesellschaftlichen und politischen. Weil mir scheint doch der Eigenwert des Politischen darin zu liegen, dass es eine Sphäre schafft, in der man gerade diese Konflikte austragen kann, unter Bedingungen einer politischen Gleichheit, die auch verfassungsmäßig institutionalisiert ist und so weiter und so fort. Und wo, wenn nicht ganz klar ist, wie das Äquivalent dazu aussehen würde in einer Wirtschaftsdemokratie, wo die politischen Formen den Betrieben, den Branchen, den Wertschöpfungsketten, wie auch immer folgen, aber wie man sich das vorstellen müsste, dass im gleichen Sinne politische Arena ist, wo man unter gleichen, auch legitimerweise unterschiedlicher Ansicht sein kann, ohne unter Konsens gestellt zu werden, das ist mir nicht in die Masse klar. Ja. Ich hätte eine Frage zu Ihrem Beispiel von Prenzlauer Berg, beziehungsweise im Allgemeinen zu der Unterscheidung zwischen dem Öffentlichen und dem Privaten. Ich habe es nicht so ganz verstanden mit der Kritik und der Privatisierung der Öffentlichkeit. Also, wenn ich jetzt mit meinem Auto auf dem Prenzlauer Berg fahre, ich nehme mir ja einen Teil des öffentlichen Raumes. Aber ich habe Ihre Kritik davon nicht verstanden. Warum ich mir als Privatperson nicht einen Teil des öffentlichen Raumes auch legitim nehmen kann oder wo es denn überhaupt eine Okay, ja. Wollen Sie nochmal Ihren Punkt? Ich kann es versuchen, relativ knapp. Ja, das sollten Sie. Ich glaube, es ging hier einfach nur darum, man kann es uns von zwei Seiten sehen. Entweder aus der Sicht des Allgemeinwohls, also du hast am Ende auch nochmal gesprochen von wir alle, und wenn wir jetzt, wenn wir uns jetzt anders entscheiden könnten, könnten wir es anders machen. Oder man sagt sozusagen, das ist eine Bewegung und die muss sich Stück für Stück aufbauen und die muss sozusagen erstmal auf gegenseitiger Solidarität, Selbsthilfe an konkreten Bedürfnissen aufbauen. Das war, glaube ich, eher so mein Punkt. Noch ganz bevor man anfängt, über das Allgemeininteresse nachzudenken, sondern sozusagen das erstmal verknüpft, das, was man tatsächlich auch selber braucht, weil man in einer benachteiligten Stellung ist, und daraus irgendwann das Allgemeininteresse zu entwickeln. Oder ob man sozusagen von vornherein sagt, wir denken an das Allgemeine und sozusagen an alle, ob das eine sinnvolle Perspektive ist, auch als praktische Frage letztlich. Mhm. Es geht natürlich auch darum, wer ist der Akteur, der den Wandel machen soll. Ja, okay. Ja, ich finde, das ist eine ganz schwierige Frage. Also, die Sie jetzt aufgemacht haben, ja, das ist ja klar, das ist eine der Schlüsselfragen, die wir in unserer Gesellschaft sowieso haben, die aber heute mit Macht und Vermögen sozusagen overruled wird. Ja, also, ich meine, wer wo, in welchem, mit welcher Wohnfläche wohnt, ja, ist ein positionaler Vorteil, der sich auch unter optimalen gesellschaftlichen Bedingungen von Gleichheit zum Beispiel stellt, ja. Also, ne, weil man ja immer irgendwie durch eine Wohnung, die Lage einer Wohnung benachteiligt sein kann. Ja, also zum Beispiel. Oder welches Verkehrs- oder Energiesystem haben wir? Der einzige Grund, an diesem Punkt optimistisch zu sein, ja, nicht, dass es konfliktfrei wäre. Ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass es konfliktfrei ist. Der einzige Punkt, optimistisch zu sein, ist, dass es keine Interessen derart gibt, dass es um die Aufrechterhaltung und Reproduktion von Vermögen, Klassenstellung und Macht geht. Ja? Und auch andere nicht zustimmen müssen, weil sie befürchten müssen, benachteiligt zu werden durch Entlassung, Arbeitsplatzverlust, Vermögenseinbußen, ja, Sanktionen. Also das heißt, und das ist ein maßgeblicher Punkt,
Ja, nämlich eben die, das, was Sie jetzt wahrscheinlich auch vor Augen haben, nämlich zu sagen, aber dann braucht es irgendeine Art funktionales Äquivalent, ja, für die Sphäre von Freiheit, die wir heute als staatliche Sphäre betrachten, in der nämlich dann wir geschützt sind, ja, wenn wir widersprechen, wenn wir sagen, wir sind nicht einverstanden, dass wir, also was Rawls macht mit dem Begriff der Gerechtigkeit, ja, man könnte es eben mit der politischen Sphäre machen, dass man sagt, okay, das schützt uns. Und naja, aus meiner Sicht wäre das, ja, jetzt mit Marx gedacht, die Integration von Wirtschaft und Politik, dass wir nämlich, wenn wir sagen, wir verstehen wirtschaftliche Prozesse als allgemeine, als etwas, was wir gemeinsam zu entscheiden haben, dass wir auch in diesen gemeinsamen Entscheidungen Minderheitspositionen als selbstverständlichen Bestandteil des Prozesses betrachten, ja, und daraus eben, wie kann man sagen, nur die Nachteile entstehen, die durch Festlegungen dann entstehen. Ja, weil das ist klar, ich bin, also das würde ich sagen, seit Althusser, aber Habermas hat dieses Argument in anderer Weise auch gemacht, würde ich sagen, es wird nicht so gehen, dass wir sagen können, weil uns die Dinge nicht transparent sind, ja, oder weil wir keine Festlegung machen dürfen, bis nicht auch der Letzte zugesagt hat, ja, was wir ja nicht haben, weil wir wissen nicht, wie die nächste Generation es sieht, ja, werden wir immer Entscheidungen treffen. Also wir werden immer Entscheidungen treffen, die Festlegungen vornimmt, von denen andere sagen können, hey, das ist nicht gut. Ja. Und dann ist die einzige Option, die wir haben, ist, dass dieser Prozess entweder angehalten wird, das ist ja eben der Ökologiefrage von Offe zum Beispiel ausführlich diskutiert worden, in Lebensfragen dürfen keine Entscheidungen getroffen werden, ja, also Atomkraftwerke legen uns demokratiepolitisch gesehen auf 500.000 bis 600.000 Jahre fest und verhindern damit demokratische Beteiligung. Ja, aber die Sache ist schon sehr kompliziert bei einem Verkehrssystem. Ja, wenn man sowas hat wie Eisenbahn, legt es das über 300-400 Jahre fest. Ja, also ne, wir haben das jetzt seit ungefähr 160 Jahren und es sieht nicht so aus, als würden wir das übermorgen abschaffen. Das wäre irre aufwendig. Und dann legt es ja viele Generationen fest. Und dann kann man sagen, okay, ja, da wird es Minderheitsbildungen geben und die einzige Frage ist, wie kann man dann Benachteiligungen verhindern? Ja, also, aber ich würde sagen, von diesem Prozess des Gemeinsamen her ist der Prozess, ja, offen zu halten. Ich hätte Sorge, dass man das alleine lösen könnte über eine politische Sphäre. Ja, weil dann müsste man, also das wäre ja sein Punkt, dann hätte man eine Sphäre, die so abgetrennt wäre von den anderen Bereichen wiederum, ja, dass sie selber eine eigene Form von, aus meiner Sicht, problematischer Macht hätte. Aber ich meine, müsste man noch weiter, also ich fühle mich jetzt so ein bisschen durch die Zeit so ein bisschen gedrängt, aber ich würde sagen, das Problem, was Sie ansprechen, teile ich völlig und ich würde nicht sagen, dass ich hinter Honneth zurückfalle, sondern ich habe an dem Punkt einfach eine andere Vorstellung. Er argumentiert völlig unterkomplex mit Bezug auf Luhmann, hat aber Luhmann meiner Meinung nach nicht gelesen oder nicht verstanden, ja, weil er mit diesen drei Wertsphären operiert und nicht mit den acht Funktionssystemen, die es bei Luhmann gibt. Und dann hat man das Problem, dass er ja genau genommen sich gar keine Sekunde Gedanken macht über die Logik der Differenzierung selbst. Und das ist etwas, was mich seit vielen Jahren beschäftigt, nämlich die Frage der Demokratisierung von Differenzierungsprozessen. Differenzierungsprozesse, also wenn moderne Gesellschaften einen Differenzierungsautomatismus haben, dann ist es etwas, woran wir selber rangehen müssen. Und Luhmann hat es systematisch in seiner Theorie immunisiert. Ja? Und Honneth schwankt sehr
finde ich, nimmt Bezug auf lebensweltliche Konzepte. Und ich würde sagen, das würde ich so nicht teilen, aber ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass wir nicht entdifferenzieren, aber andere Differenzierungspraktiken brauchen. Ja. So, dann das Autoparken. Ja, vielleicht ist es, wo ist die Kommilitonin da? Also, mein Modell war jetzt einfach nur so, denn man macht sich das nicht klar. Das Auto ist ja praktisch privater Raum. Ja, der ist ja auch so geschützt, ja, also ist ein Einbruch, der wird versichert, die Polizei kommt und so. Und wir fahren mit dem Auto wohin, stellen das da ab und fertig. Wir bewegen uns dann nicht mehr im öffentlichen Raum, nehmen wir an. Das heißt, jeder erlebt diese Antinomie. Ja, solange man fährt, ja, hat man, also Sie kennen das, man fährt und dann sucht man einen Parkplatz, ja, und ärgert sich über all die vielen anderen Autofahrer, die einem den Parkplatz wegnehmen. Ja? Und die Leute da auf dem Prenzlauer Berg, die haben praktisch so argumentiert, dass es ja ihre Lebenssphäre, ihr öffentlicher Raum ist. Sie gehen auf die Straße, ja, und so betrachten wir die Straße auch als öffentliche Sphäre. Und das ist praktisch gar nicht möglich, weil es so zugeparkt ist, dass die Möglichkeit, das als öffentlichen Raum zu nutzen, dadurch extrem eingeschränkt wird. Ja? Und nun kann man natürlich sagen, ja, aber das ist ja öffentlich durch unsere gemeinsame Entscheidung festgelegt, dass an dieser Stelle geparkt werden kann. Was aber heißt, es ist so wie Unternehmen. Wir legen durch Gesetz fest, dass hier diese Ressource, nämlich öffentlicher Raum, privat genutzt werden kann. Das wird aber dann nicht mehr verhandelt. Ja? So wie wir auch nicht mehr verhandeln, dass jetzt Unternehmen ja keineswegs einfach privat sind, sondern diese Fertigungseinrichtung oder diese Dienstleistungseinrichtung, ja, die, keine Ahnung, in dieser Kleinstadt vorliegt, gibt bestimmten Menschen Beschäftigung. Damit halten sie sich und ihre Familie am Leben. Und dann sagt die Besitzerfamilie, ach, wir haben keine Lust mehr, das bringt uns nichts mehr, wir stellen das jetzt ein. Und damit wird das Produkt oder die Dienstleistung nicht mehr angeboten, der Arbeitsplatz vernichtet und so weiter. Und dann müsste jemand eine neue Initiative machen, als Privatakteur selber das wieder anzubieten. Ja, und so finde ich, da sehe ich die Parallele, aber Sie nicht. Ich wollte nicht sagen. Ja. Ich denke, zum Beispiel als Fußgänger habe ich da dann auch trete ich ja auch im öffentlichen Raum und nehme ja auch ein Stück von diesem öffentlichen Raum. Und da verstehe ich also da müsste jemand genau ja. Den Fußgänger kritisieren oder den Radfahrer oder ja. Jeder, der den öffentlichen Raum nutzt. Aber ja. Welchen Sinn hat denn der öffentliche Raum dann noch, wenn es alles kritisiert wird, wenn ich ihn nutze? Nein, mit dem Auto ist es ja ein bisschen anders. Sie nehmen ja sehr, also ich bin völlig einverstanden mit Ihrem Argument, aber Sie nehmen ja sehr viel Raum in Anspruch und je mehr Geld Sie haben und je mehr größere Autos, SUVs zum Beispiel, umso mehr Raum. Und Sie lassen dieses Auto, Sie gehen ja nicht einfach nur vorbei, also Sie nutzen den öffentlichen Raum, sondern Sie privatisieren ihn, ja, für viele Stunden unter Umständen. Ja. Und ja, und ich würde sagen, ja, das ist, dass wir das als Fußgänger machen, oder dann ist das Teil eines, man könnte sagen, eines öffentlichen Austauschprozesses. Aber in der Tat kommen Sie doch schnell in bürgerschaftliche Konflikte auf dem Bürgersteig. Ja, wenn jemand falsch läuft oder den Platz, ja, und dann müssen Sie einen Antrag stellen, dass Sie einen Stand auf dem Bürgersteig machen und Sie ärgern sich über ein Plakat, was da steht und Ihren möglichen Lauf verhindert. Also das gibt's doch alles. Ja, komischerweise aber nicht bei Parkplätzen. Ja, also, aber okay, ich meine, verstehen Sie, ist okay. Ich überlege mir, ob ich das Beispiel noch mal jemals in meinem Leben verwende. Ja, okay, und dann, jetzt ist der Kommilitone weg, da muss ich vielleicht nicht mehr so ausführlich eingehen, aber das ist ein eigenes, langes Thema zwischen das Verhältnis von der Entwicklung von Besonderem zu Allgemeinem.
Also natürlich fangen wir an mit besonderen Interessen, mit besonderen Organisationsformen, mit Praktiken, in denen wir zunächst mal unser Interesse verfolgen. Und es wird auch dann wiederum in der Öffentlichkeit massiv abgewertet. Also ich war ja lange engagiert in dem Kampf gegen den Ausbau des Frankfurter Flughafens. Und dann war das immer so interessant, und habe dann auch eine empirische Forschung dann gemacht mit Uli Rödel und Dubiel und so weiter über diese Frage der Öffentlichkeit. Und hatte dann Gelegenheit, Jahre später nochmal als Sozialforscher all das zu lesen, was ich sozusagen in konkreten Auseinandersetzungen selber erlebt habe. Und das war eben so interessant, wie insbesondere die FAZ uns, die hat immer unterschieden zwischen den Immobilienbesitzern in Mörfelden, so eine Gemeinde da in der Nähe des Flughafens, ja, wenn die sich am Samstag treffen oder protestieren im Stadtwald, ja, gegen den Flughafenausbau, war das legitim, weil es ging um den Wert ihrer Immobilie. Wenn wir im Namen der Allgemeinheit, ja, gesagt haben, der Ausbau dieses Flughafens ist nicht akzeptabel, ökologisch, verkehrstechnisch, arbeits- und so weiter, also alle möglichen Argumente, dann hieß es immer, ihr seid Berufsrevolutionäre. Und ihr versteckt euch nur hinter dem allgemeinen Argument. Umgekehrt würde man jetzt aber, wäre man kein Immobilienbesitzer, sagen, ich protestiere jetzt hier nur, weil ich dieses Interesse habe, nämlich Gewerkschafter, Löhne, Arbeitsbedingungen. Das ist nicht von gesellschaftlichem Interesse, nicht gesellschaftlich allgemein. Da sieht man, dass die Frage, was ist gesellschaftlich partikular und was ist gesellschaftlich allgemein, ein permanent umkämpftes Gebiet in unserer Gesellschaft ist. Aber was natürlich dazu kommt, ist, dass wir ständig auch antizipieren müssen, wenn wir konkret uns engagieren, welche Folgen hat es im Allgemeinen und für die Allgemeinheit. Nicht abstrakt irgendein Allgemeinwohl an sich, sondern ein Gesamtinteresse unserer Gesellschaft. Das scheint mir nach wie vor wichtig, weil unser lokaler Kampf baden geht, wenn es sich nicht auch orientiert an Allgemeingesichtspunkten. Ja? Also das scheint mir eine zentrale Schwierigkeit zu sein, wenn wir nur lokal begrenzte Konflikte thematisieren, dass dann sehr, sehr schnell das Problem entsteht, entweder es geht ein, ja, oder es wird bekämpft als nur partikular, oder es kommt sofort das Bedürfnis, ja, und das ist der Punkt, der mir wichtig war, in den 80er Jahren zu sehen, weil die Kämpfe immer als lokale Kämpfe begriffen wurden, ausdrücklich auch, wir wollen keine Allgemeinforderungen stellen, es dann sehr attraktiv wurde, mit den Grünen in die Parlamente zu gehen, nämlich zu sagen, wir brauchen diese Sphäre der Allgemeinheit, der Gesetzgebung, um überhaupt diesen besonderen Formen des Kampfes, ja, der Interessenverfolgung, einen Rahmen der Allgemeinheit zu geben. Vielen Dank.